Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Wir sind immer noch an der Quest, dein Zug, hier im, ja genau hier, und müssen hier in dem Haus eine Person finden. Ich bin hier direkt durchgegangen, soll man anscheinend auch. Und ich denke, diesmal beeilen wir uns etwas mehr. Ich weiß nicht, ob das immer noch... Na, ist wahrscheinlich nicht mehr gespeichert, dass wir alles gewiped haben. Aber trotzdem würde ich mich gern dieses Mal ein wenig mehr beeilen. Auch wenn hier nicht mehr alles gewiped ist, können wir uns das, denke ich, mal erlauben. Okay, hier ist gar nichts. Was? Und hier sind wir gar nicht mehr im Questbereich, okay. Das ist interessant. Aber er ist nicht oben, ne? Hm, vielleicht ist er oben. Da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Und hier ist halt, halt auch alles offen. Ich weiß nicht, ob man da durch diesen Bereich durchgehen muss. Und ob der dann hier unten irgendwo ist. Oh, Moment. Wow, hier waren wir schon. Toll. Okay, dann gehen wir halt weiter runter. Nein, 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 nein. Ach komm, ey. Das ist Bullshit gerade. Und ich würde mich hier gern irgendwo verstecken. War doch dieser komische... Dieser komische Durchgang, da würde ich gerne rein. Die Jagd ist vorbei. Okay. Die Viecher haben uns verloren. Aber sind natürlich noch hier im Gebäude. Was uns aber auch nicht wirklich stört. Zerstören sollte. Moment, da unten ist dieser Heuler. Guck mal. Da ist noch so ein Durchgang, ne? Nee, der ist zugesperrt. Der Durchgang ist zugesperrt. Und hier kommen schon wieder irgendwelche Viecher. Ich würde versuchen, da unten durchzugehen. Also ums Haus zu gehen und dann zu schauen, ob sie irgendwo... Ob es hier irgendwo einen anderen Durchgang gibt. Ich würde die aber gern noch platt machen hier. Die Viecher. Okay, kriegen wir hin. Sehr schön. Es kommt immer neue nach. Habe ich so das Gefühl. Ja, und es lohnt sich allerhöchstens für die XP. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Das ist ein bisschen frustrierend. Die Quest ist tatsächlich ein wenig frustrierend. Muss ich zugeben. Aber ich gebe natürlich nicht auf. Gehen einfach nochmal kurz hier rüber. Frischen die Immunität auf. Überlegen dann nochmal, wo der Typ sein könnte. Es könnte ja auch sein, dass der irgendwie im Nebengebäude ist. Und nicht unbedingt da drüben selbst. Es könnte ja auch sein, dass der hier ist. Aber sonst wird das ja nicht so markiert werden, oder?
Ah, ja, okay. Ja, wir müssen schon da rein. Wir müssen schon hier rein. Sonst führt's ja zu nix. Moment mal, hier. Hier war der abgeriegelte Bereich. Guck mal da oben. Guck mal da oben. Mann, Aiden, geh da hoch. Mann. Hallo? Ach Mann, ey. Ich hab ja noch im letzten Part gesagt, das sah aus, als wäre hier UV-Licht. Aber anscheinend war es irgendwie... Ich hab dir nichts zu sagen. Verpiss dich. Ey. Aber anscheinend war es irgendein Bug, dass das UV-Licht da durch die Wand ihn ist. Oder ja, so ein bisschen. Ein bisschen sieht man das da unten, ne? Ja, gut. Sollten wir uns auf jeden Fall merken, dass wir in solchen Situationen dann auch mal die Lampe ausmachen. Damit wir das UV-Licht besser sehen können. Ach, guck mal. Wie hast du meine Geheimtür gefunden? Das nennst du eine Geheimtür? Sollte es sein? Ja. Du hast Pech, Kumpel. Ich weiß immer noch gar nichts über irgendwas. Dodger schickt mich. Dodger? Was? Ach, ich soll Sayonara sagen. Hilft das? No. Na gut. Scheiße. Warum nicht gleich so? Dodger will wissen, wo seine Bestellung bleibt. Denke ich mir. Siehst du? Kaputtes Bein. Deshalb habe ich Dodgers Bestellung nicht. Brauchst du Hilfe? Nee. Warte. Doch. Geh nicht zu ihm zurück, wenn er erfährt, dass ich das vermasselt habe. Bin ich hier geliefert, Mann? Was soll ich ihm also sagen? Weiß nicht. Ihm ist das scheißegal. Er denkt, ich verarsche ihn. Hey, kannst du für mich gehen? Schau dir einfach das Lager an. In der Tiefgarage in der St. Joseph Straße. Steig über den Zaun vor dem Massagesalon. Geh ins Gebäude und kletter dann den Aufzugsschacht runter. Langsam, langsam. Wenn ich dir helfe, wonach suche ich überhaupt? GRE-Container. Jedenfalls laut der Gerüchte, die Deutsche aufgeschnappt hat. Okay. Dort gab's mal ein Militärlager. Wurde in den letzten Tagen des Ausbruchs errichtet. Und wo Militär ist, da ist meistens auch irgendwo ein vollgestopftes Lager mit Vorräten. Geil. Was für Vorräte? Bin nicht sicher. Aber normalerweise gute Sachen von vor dem Ausbruch. Fürs Militär gab's immer nur vom Feinsten. Medizin, Alkohol, all sowas. Kein Wunder, dass Dodger die Lieferung unbedingt haben will. Ja, hier. Nimm die Knaller hier und probier's, okay? Knaller? Wäre für uns alle ein großer Fang. Aber ich bin raus aus dem Rennen. Buchstäblich. Warum arbeitest du für ihn? Warum arbeitest du für Dodger? Ernsthaft jetzt? Aus demselben Grund wie du. Wenn man überleben will, muss man tun, was zu tun ist. Dodger verrät mir, wo ich was Wertvolles finden könnte, und dann gehe ich dahin. Wenn ich was Wertvolles finde, kriege ich einen Anteil. Ein ganz klein, ein Quäntchen. Du weißt ja, was für Arschgeier Typen wie Dodger sind. Kaum genug zum Leben. Aber besser als nichts, schätze ich. Das Schlimmste ist, wenn Dodger mir einen falschen Tipp gibt. Dann kriege ich einen Scheißdreck. Das kam schon mehr als einmal vor. Dodger ist das natürlich scheißegal. Er hat eine Menge Leute wie ich, die für ihn arbeiten. Hey, was ist mit deinem Bein passiert? Was ist mit deinem Bein passiert? Wurde von Banditen überfallen, als ich mich dem Ort näherte. Bin gerade noch mal so davongekommen. Wenn du das nicht machst, bringt Dodger mich um. Okay. Also, ist das hier eine Militärbasis? Ja, sind überall aus dem Boden geschossen, als der Ausbruch begann. Die Basis hat einen militärischen und einen zivilen Teil. Die guten Sachen sind im militärischen. Im zivilen gibt's wahrscheinlich mehr Infizierte als Beute. Such nach dem militärischen Eingang, da machst du nichts falsch. Wenn du drin bist, sei vorsichtig. Es wird nicht einfach, in den Lagerraum zu kommen. Meistens gibt's da auch Generatoren. Die musst du finden, um die UV-Lampen anzuschmeißen. Hilf gegen die Beißer, die dort ziemlich sicher rumstreuen. Alles klar, dann bin ich bald zurück. Gut. Ich bin bald zurück. Danke. Damit rettest du mir den Arsch, Kumpel. Du solltest gleich aufbrechen. Die meisten Infizierten sind jetzt wahrscheinlich auf der Jagd. Hm. Danke für den Tipp.
nicht so dumm, okay? Und selber, wie ich aussehe. Die haben anscheinend auch. Hätten wir nicht hier durchgekonnt? Ah, wer weiß, wer weiß. Gut. Es gibt sogar andere. Gibt sogar andere. Nicer Voice Crack an der Stelle. Oh Mann, ey. Es gibt sogar andere Dialoge. Beziehungsweise Sätze, die die sagen. Wenn es Tag oder Nacht ist. Das ist nice. Ja, kommt, zieh dich hoch. Nice, Aiden. Schön. Nee, nee, nee. Komm. Irgendwelche Viecher. Möchte natürlich nicht aufschrecken. Da unten ist so ein hässlicher Heuler. Brennstoffbehälter erkannt. Moment mal, da unten wird sogar angezeigt, wie weit der weg ist, der Hemmstoffbehälter. Alles klar. Okay. Wurde er schon immer angezeigt? Oder nur seit neuestem? Ja, gut. Sollten wir auf jeden Fall drauf achten. Das ist. Wurde wahrscheinlich schon die ganze Zeit angezeigt. Nur ich hab's mal wieder nicht gesehen. Mal wieder so typisch. Ah, der braucht echt lange, um den schweren Angriff zu machen. Okay, gleich haben wir sie aber. Nice. Zerbrochene Schaufel. Sehr schön. Bin auch mal gespannt. Gibt's hier Knarren? Und wenn ja, wann kriegen wir die? Wie geht's dir? Wird von Geld. Und dir? Wer bist du? Braucht ihr Hilfe? Wir kommen schon klar, danke. Was ist passiert? Wir haben Gerüchte über diese Garage gehört. Okay. Wir dachten, das wird ein ganz leichter Job. Aber wir lagen falsch. Vollidioten. Hey, zumindest sind wir weit genug runtergekommen, um den alten Militärgenerator anzuwerfen und ein paar UV-Lampen hochzufahren. Nice. Und was ist dann passiert? Noch weiter unten ist die Tiefgarage. Dort wimmelt's nur so von verdammten Infizierten. Haben es gerade noch so lebend rausgeschafft. Und dann ist auch noch eine Wand auf Jonas gestürzt, als wir auf dem Weg nach oben waren. Na, ihr habt wohl nichts dagegen, wenn ich's mal probiere, oder? Tob dich aus! Wahrscheinlich ist es das nicht wert, sei denn du willst enden wie ich. Oder noch schlimmer. Ich muss ein Versprechen einlösen. Hier, wenn du es schaffst, nicht drauf zu gehen, kannst du die hier vielleicht gut gebrauchen. Wir gehen ganz sicher nicht zurück. Was denn das? Zumindest nicht auf demselben Weg. Oh, danke. Hörst du diesen Lärm? Dietriche. Okay. Ja. Wie Pfauen, die Halleluja singen. Das ist toll, das ist. Hallo. Oh, Alter. Aiden. Wie er sich nicht festhalten wollte. Mach mir keine Angst, Alter. Ich hab C gedrückt. Und er zieht sich hoch. Nice. Ja, ey. Oh, Scheiße. Hier sollten wir echt zusehen, dass wir stealthen. Sonst könnten wir richtig fett aufs Maul bekommen. Können wir uns hier durchzwängen? Nein, warum nicht? Warum nicht? Mann, ey. Ja, ja, sehr gut. Sehen die das Licht? Beziehungsweise reagieren die darauf? Moment mal, wo ist der Heuler? Okay, da sind Infizierte auf jeden Fall.
in der Mitte. Nicht gerade weniger. Okay, nice. Alter. Okay, durchsuchen wir hier den Kram. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass die ganzen Kisten und Rucksäcke hier auf nur Fallen sind, damit man sich mit denen aufhält. Okay, das war close. Damit man leichter entdeckt wird. Schnell hier durch. Okay. Auch schön am Rand aufgehalten. Bin den ganzen Viechern aus dem Weg gegangen. So soll's sein. Okay, hier kommen wir nicht durch. Da sind keine Klinken dran. Und wir müssen wieder nach oben. Wie es scheint. Können wir durchklettern? Müssen wir auch. Okay. Und wieder stealthen. Erstmal die ganzen Wege abchecken, wo wir lang gehen können. Also wo wir lang gehen sollten. Alter, ne? Hat mich das gerade gespookt. Lass den Scheiß doch sein. Das Chemie verseucht hier? Nein. Okay. Machen wir den hier weg. Der ist immerhin alleine. Das ist ein No-Brainer, den wegzumachen. Ja, genau. Tritt es einfach auf. Okay. Hier ist überall dunkel. Gibt hier kein Licht, was irgendwie darauf hinweist, wo wir lang müssen. Das war echt verdammt knapp. Wir mal so ein Immunspray. Funktioniert gerade echt gut bis hierhin. Hier oben ist nichts. Kann das sein? Müssen wir runter? Nein, 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 nein. Weg mit dem. Guck dich wieder. Nice. Können wir jederzeit hoch, ist die Frage. Ich glaube, das ist das Militärlager, von dem mir Hubert erzählt hat. Ja, nice. Sehen wir uns um. Komm. Die ganzen Viecher sollten wir auf jeden Fall wegmachen. Falls wir dann doch mal verfolgt werden,
den Tern umso weniger. Ja, ja, ist ja gut. Drüben ist das Ziel. Da sind noch mehr Pilze, die ich auch echt gern mitnehmen würde. Ja, das war ultra knapp. Okay. Und das könnte es gewesen sein mit uns, glaube ich. Ja, es sind nur zwei Schwache gerade noch. Die ich nicht ausschalten wollte, weil die direkt nebeneinander waren. Alter, okay, dem habe ich mega das Bein zertrümmert. Und das war's. Alter. Nein. Ah, okay, wir haben die schon benutzt. Okay, der ist aber oben. Der kann uns nichts, glaube ich. Okay. Sehr gut. Nein, 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 nein. Okay, jetzt wird's bisschen kritisch. Weil so langsam häufen sich die Viecher. Aber ich glaube, wir haben's. Kann das sein? Ich meine, ich habe mich auch echt gut durchgekämpft. Da oben bin ich den ganzen Viechern aus dem Weg gegangen. Das war auf jeden Fall schon riesig. Okay, hier ist ein Generator. Alles klar. Damit sollten wir es geschafft haben. Und wir hätten sogar durchsprinten können. Tatsächlich. Wenn wir dann den Generator überhaupt anbekommen hätten, heißt das. Okay. Gut, von hinten kommen wir nicht rein. Von vorne auch nicht, dann vielleicht von oben. Ja, genau so ist es. Und hier ist eine der Kisten, die wir durchsuchen sollen. Na, dann so. Wunderbar. Jackpot. Ja, Mann. Eine Flasche Risen Glory Cognac. Und Zigarren. Kubanische steht auf der Kiste. Okay. Ein Medikit, ein GRE-Bericht, okay. Wir sollten uns hier auf jeden Fall gründlich umschauen. Auch draußen nochmal. Draußen werde ich mich auch nochmal umschauen. Notizen. GRE-Bericht 1 müssten wir dann eigentlich auch noch finden. Okay. Jeden Fall noch einer. Dann hier. Sehr schön. Aufputschmittel, Immunität, ein Medkit. Filter, kann man hier genug haben. Dodger kann die sicher brauchen. Filter, sehr gut.
Dietrich schwer. Dann bin ich mal gespannt. Scheiße. Ja, okay. Okay. Alles klar. Weite Jogginghose, Einmannpackungen. Okay. Das ist tatsächlich für uns. Und kein Questgegenstand. Sag mal, Quest. Triggert wahrscheinlich den einen oder anderen. Sorry dafür. Gemeint ist natürlich Quest. Ah, hier, Moment, Moment. Okay, GRI-Bericht 1. Was das? Ja, so wie es scheint, schon. Hinweise. Tagebuch. Inventar. Okay, hier bei den Hinweisen scheint das nicht zu sein. Hier, Sammlerstücke. Da ist es. GRI-Bericht. 1, 2 und 3 müssten wir jetzt haben. Da waren alle von Pike. Okay. Ah, hier haben wir alles. Ausschalten? Nee. Garantiert nicht. Warum können wir das nicht mitnehmen? Funkgerät ist doch immer nützlich, oder nicht? Selbst zum Ausschlachten der Teile wäre es noch gut. Ah, hier ist noch ein Mülleimer. Klar, können wir auch noch. Durchsuchen. Und da haben wir auch hier die Kiste offen. Eine Kriegssäge. Okay, eine Machete. Nice. Das ist sehr schön. So, wo ist jetzt der letzte Questgegenstand? Ach, hier, ne? Ich glaube, ich habe alles Wertvolle. Wird Zeit hier abzuhauen. Okay. Aber wo ist dann der... der Behälter? Der Hemmstoffbehälter. Den hätte ich nämlich auch gerne. Logischerweise. Wir rennen hier noch ein bisschen durch die Gegend. Ich dachte eigentlich, dass wir den kriegen, sobald wir am Ziel sind. Nein. Stopp. So. Jetzt aber. Okay. Hier ist echt gar nichts mehr. Okay. Aber es wurde uns doch gesagt, Hemmstoffbehälter in der Nähe, oder nicht? Oder erkannt, oder was auch immer. Hier war doch auf jeden Fall einer. Da gehört er nicht hier zu dem Bereich. Ach ja, keine Ahnung. Lass uns raus hier.
Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit für den Part. Beziehungsweise müsst ihr ihn jetzt eigentlich beenden. Moment mal. Da drüben ist er. Kann das sein? Wir kommen auf jeden Fall immer... näher. Auf der anderen Seite. Okay, wir müssen nach Norden für den Behälter. War da irgendwie durch? Hm. Nun gut. Vielleicht ist er auch nicht hier. Ja, er ist weiter oben. Okay, dann war er doch nicht da unten. Aber man könnte echt meinen, dass der da unten zu finden ist. Wow, du hast es geschafft. Hast du das Versteck gefunden? Ja, habe ich. Danke für die Dietriche. Aber was macht ihr noch hier? Ist er das? Na klar. Er war so nett, uns die Ware zu besorgen. Ja, ja, war ja klar. Hat uns eine Menge Ärger erspart. Sehr gut. Also, wie hast du das erfahren? Ein Vögelchen hat's mir gezwitschert, wieso? Hatte das Vögelchen ein gebrochenes Bein? Und wenn schon? Ich hab's ihm nämlich gebrochen. Warum hast du ihn verletzt? Hubert wollte die Ware für sich allein einstreichen. Wollte Dodger erzählen, er hätte nichts gefunden und um das durchzuziehen, brauchte er unsere Hilfe. Aber Hubi, den Halbaffen brauchten wir dazu nicht. Und dich brauchen wir auch nicht. Okay. Also, her damit. Nee. 3 gegen 1? Hört sich fair an. Ja, komm, let's go. Bring it on, Alter. Dreh ich hin. Falsch gezählt. Krieg ich auch noch hin. Dann zeig mal, was ihr drauf habt. 5 Leichen. Legt den um und holt euch die Ware. Siehst du da? Da ist ein Eindringling! Ah, Alter! Okay, der hat einen echt starken Hammer. Scheiße. Okay, die sind echt verdammt stark. Die sind echt verdammt stark. Wir sollten ja abhauen, glaube ich. Erstick dran, du Wichser. Bist du bereit? Ja, ja, ja. Ihr fühlt euch richtig cool, ne? Aber ich wollte sie doch zu Dodger bringen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Und ich kann tatsächlich einfach abhauen. Muss die gar nicht fighten. Okay. Sehr schön. Einfach abgehauen. Aber fighten? Ich glaube, das ist absichtlich schwer gemacht. Alles klar. Gut. Damit haben wir die Ware gesichert und bringen sie im nächsten Part dann zum Halbaffen. Der Name, ey.